So, also was ist jetzt besonders wichtig? Eigentlich nichts. Worauf kommt es jetzt besonders an? Eigentlich nichts mehr Besonderes. Höchstens noch uneigentlich, denn die Würfel rollen ja schon. Da muss man mal wieder fast völlig ausgeliefert abwarten, wie die Würfel fallen. Hoffentlich nicht so endgültig. Da denkt man, man hat ein gewaltiges Problem, zermartert sich das Hirn über Lösungen, Verbesserungen, Verbesserungsmöglichkeiten, stellt immer nur wieder fest, das Problem ist zu groß, zu global, zu allumfassend, aber man findet immerhin für sich selbst seinen Weg, sich durchzuwursteln, erträgt alle Benachteiligungen und in dem Moment, auf den man gewartet hat, wenn der Sommer da ist und das Kartenhaus endlich ganz umfällt, weil es einfach nicht länger haltbar ist und eigentlich die, wenn auch nur vorübergehende, saisonale, allgemeine Entspannung kommen sollte, passiert stattdessen Folgendes. Das Problem tritt beiseite und ein älteres, bereits gehabtes Problem tritt hervor. Es ist im Schatten des neuen Problems die ganze Zeit gewachsen. Und jetzt ist es mindestens ebenso groß und plötzlich hat sich das Riesenproblem, das einem schon überdimensional erschien, mal eben nochmal mindestens verdoppelt. Kommt jetzt ein Bombensommer, ein Bombenjahr, die kreative Zerstörung für das Wiederaufbau-Wirtschaftswunder? Das Wiederaufbau-Wirtschaftswunder, das die Börse nach den vielen Geldspritzen vor dem Abschwung rettet, oder soll für den großen Neustart, für die künftige Weltordnung, die alte Weltordnung erstmal komplett abgerissen und zerlegt werden, soll nun alles abgerissen und später wieder neu erschaffen werden, so komplett smart? Smart Cities, Smart World sind die wahnsinnigen Weltenlenker, die großen Titanen jetzt zu allem bereit? Sind wir auch bei all dem mitzumachen bereit? Wollt ihr, liebe Mitmenschen, eigentlich lieber eure Grillpartys haben oder lieber ein Stück Menschheitsgeschichte erleben? Echte Geschichte mit Blut, Schweiß und Tränen. Die Regierung will wohl anscheinend mit uns Geschichte schreiben. Da ist einfach so vor sich hinleben vielleicht gar nicht mehr vorgesehen. Historische Umbrüche sind möglicherweise ein Lebensinhalt für Generationen. Weg von den Spielekonsolen und Schaufeln in die Hand, wer noch Hand hat. Auferstehen aus Ruinen und so weiter. Man kann es sich in der Historie jedenfalls anscheinend nicht allzu lange bequem machen, wenn der große Bruder das nicht will. Und falls wir alle sterben müssen, weil irgendjemand mal wieder das sogenannte Restrisiko unterschätzt hat, dann sollten wir vielleicht wenigstens smart sterben. Könnte man sich jedenfalls mal überlegen. Das Leben abrunden, zu einer wenigstens halbwegs runden Sache machen. Vielleicht sollte man all die Dinge, die man eigentlich die ganze Zeit schon immer mal machen wollte, aber immer wieder verschoben hat, vielleicht sollte man die jetzt doch einfach mal machen. Ich will mal einen alten Schulfreund treffen. Wir wohnen leider nicht mehr in der Nähe. Pizza zum Mitnehmen bestellen, in einen Park setzen, so wie in den schlechten alten Schulzeiten, paar Biere trinken oder Schluck Wodka aus Plastikmessbechern für Proteinshakes, bisschen Haschisch rauchen, was soll's denn? Wenn man damals nicht nachhaltig drogensüchtig wurde, wird man's jetzt wohl auch nicht mehr. Vielleicht gar nicht mehr genug Lebenszeit dafür. Und wenn doch, wenn es dann doch keinen Weltkrieg gibt, was macht's? Kein Problem im Vergleich. Ich denke, man sollte vielleicht mal einen kiffen, aber empfehlen kann ich das niemandem. Aber jedenfalls wenn, dann damit man den Michel besser versteht.
Es hängt ja letzten Endes alles immer vom Michel ab. Der Michel ist die Überzahl. Was der Michel hinnimmt, das passiert auch. Was der Michel erträgt, das wird etabliert. Eine Gruppe lebt wie Könige und Kaiser und alle anderen sind mehr oder weniger ohne sonderliches Vermögen und vor allem letzten Endes völlig unfrei, haben nichts mitzubestimmen, haben nichts zu vermelden, sind nur Staat- und Lobbyfinanzierer und können halt ihre Freizeit- und Konsumfreiheiten genießen. Die Klugen ziehen die Dummen über den Tisch, bis zur völligen Entmündigung und Versklavung, das ist die Weltgeschichte. Moral ist dabei nur noch ein Werkzeug für moralische Erpressung und Vortäuschung, das Wort, das man braucht, um den Begriff Doppelmoral zu definieren. Aber wer das auf die Wirklichkeit anwendet, begibt sich schon auf dünnes Eis und dann säuft der Michel halt oder kifft. Und ist vielleicht sogar gar nicht so dumm. Vielleicht ist er sogar der höhere Realist. Dass sich die Dinge noch nie groß geändert haben, hat er schon irgendwie mitgekriegt, dass die Weltgeschichte eben immer die gleiche ist. Und wenn der Michel nicht säuft, dann rennt er vielleicht nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio dreimal die Woche, damit er am Wochenende dann im Club gut dasteht. Der Michel richtet sich in den gegebenen Bedingungen gut ein, macht für sich das Beste draus, opfert seine Freizeit nicht für Politik, interessiert sich gar nicht groß für die da oben. Das ist seine kleine Genugtuung. Er nennt sie zum Beispiel die Großkopferten und macht eine abwinkende Handbewegung und kriegt tatsächlich sehr viel nicht mal mit. Was einen tatsächlich zunächst auch einfach nur ärgern kann. Der Michel kriegt meist nur gerade so viel mit, wie er mitgekriegt haben muss, falls er gefragt wird, dass man nicht von ihm behaupten kann, er würde völlig hinter dem Mond leben. Und vielleicht schaut der Michel sogar auch mal die Anstalt im ZDF oder so. Aber der Michel hat eigentlich ganz andere Interessen, hat sein Hobby, freut sich auf den Urlaub. Mein alter Schulfreund ist auch so ein Michel. Der macht, was verlangt wird und macht sich sonst nur Sorgen um seine Leber. Summertime and Big Brother is watching you. Deine Online-Aktivitäten werden protokolliert. Du hast ein Smartphone und dein Smartphone ist noch viel smarter als du. Du gehst auf Social Media und dein Smartphone zeichnet es auf. Du liebst dein Smartphone und der Anbieter liebt und verkauft deine Daten. An wen eigentlich, warum eigentlich und wozu? Du wirst analysiert wie so ein Versuchskaninchen. Beeil dich, Mann, dein Arsch kommt vielleicht als nächstes dran. Der Sklave bist du, die Ware und das Produkt bist du. Du bist das Nutzvieh. Das Material bist du, Summertime, Time, Time, and the living is easy. Jeder zweite Euro geht an den Start. Dein Phone ist smart, aber du bist vielleicht bald bloß noch Kanonenfutter. Dumm-di-dumm, das reimt sich nicht, ja eben. Auch egal. Was soll's, was soll's.
Und wenn nicht dieses Mal, dann vielleicht nächstes Mal das Damoklesschwert bleibt über unseren Köpfen hängen. Das wird nicht aufhören. Von einem Tag zum anderen kann nun plötzlich nichts mehr so sein, wie es mal war. Kann jeder Tag der letzte Tag sein in Friedenszeiten. Die Brandstifter werden immer weiter zündeln, bis sie ihren Weltenbrand endlich haben für die dumme Macht und für den dämlichen Neubau. Was ist noch wirklich wichtig, wenn der Fallschirm offensichtlich einen Riss hat? Oder wenn der Arzt sagt, schwer zu sagen, vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht auch länger? Oder was ist noch wirklich wichtig, wenn ein Meteor von weitem auf die Erde zurast, wie in dem schrägen Film von Lars von Trier beispielsweise und so weiter? Hauptsache, genau genommen, alles Wesentliche im Leben ist erledigt. Protestieren sollte man immer bei jeder Gelegenheit, da geht es wirklich ums Prinzip und es kann immer eine letzte Rettung geben. Man sollte sich nur andererseits am Leben auch nicht aufreiben, denn das erledigen andere schon für einen. Man kann tun, was man tun kann, ansonsten muss man akzeptieren. Die Welt ist schön, aber tja, was soll's? Die Welt ist keine Filmkulisse und auch kein Urlaubsort. Da ist eigentlich immer und überall eine böse Geschichte. Und solange es weiterhin nicht gelingt, diese böse Weltgeschichte auch nur ansatzweise umzuschreiben, ist im Prinzip auch jeder Urlaub nur so wie ein Alkohol- oder Drogenrausch. Kann man machen, aber ist auch nur bloße Einbildung oder schöne Illusion. Die Pause, die ein Ackergaul kriegt, dass er nicht umfällt und ersetzt werden muss. Irgendwo leben welche wie Könige und Kaiser oder Masters of the Universe. Das ist schön für sie, aber die ganze Geschichte ist komplett bitter. Eine reine Verkettung von bitteren Wahrheiten. Geh und schau in die Abgründe. Ich finde, man sollte nicht sterben, ohne die Welt, in der man gelebt hat, überhaupt jemals wirklich realisiert zu haben. Die ganzen Schattenseiten. Dann kann man schließlich auch leichter loslassen und man kann jetzt schon leichter verzichten auf vieles. Wer will schon unbedingt in einem Scheiß-Monopoly mitspielen oder als Bauer oder auch als Läufer in einem Volldeppen-Schachspiel, bei dem immer die Dame oder auch die schwarze Witwe gewinnt, die Schatten macht, die überall ihre Fäden zieht.